Yo Leute, zurück bei Ganzlinger oder eher Call of Juarez Ganzlinger. Und es geht weiter mit der nächsten Mission oder Episode, was auch immer. Schießerei bei der Sägemühle. Gucken wir da mal. Aber es kam bis jetzt gar keine Cutscene. Oder kam die jetzt gerade? Nee, kam keine Cutscene. Heißt also, vielleicht doch nicht nächste Episode. Aber auf jeden Fall Mission fertig oder Level geschafft oder Abschnitt oder was auch immer. Ich wäre ja für Abschnitt, weil Level hört sich irgendwie komisch an bei so einem Spiel und Mission hört sich noch behinderter an bei einem Cowboy-Spiel. Irgendwie, ich weiß nicht. Also die Ladezeiten sind schon manchmal ein bisschen happig, muss man ja mal sagen. Ich bin ja generell gar kein irgendwie nur annähernder Ladezeiten-Liebhaber, außer wenn sie wirklich gut gemacht sind und jetzt hier ist, naja, Slideshow halt, ne? Ich verstehe auch nicht, warum die jetzt so lange braucht. Die hat eben nicht so lange gebraucht. Aha. Ab geht der Peter. Okay. Wir sind im Spiel. Das regnet. Wir nehmen selbstverständlich wieder unser Rifle. So, what exactly did Johnny Ringo do to piss you off? Well, him and that other bastard. Roscoe Bob Bryant? Yep. They both deserve to die, and I promise I'll tell you why. Okay. But first I need to tell you about the Cowboys' new boss, Curly Bill Brocious. Meiner Meinung nach sieht es hier gerade wirklich sehr schön aus. Also es regnet, aber ich meine jetzt so, was die Grafik angeht, sieht das wirklich exzellent aus. Ich mag dieses Comic-mäßige. Ich finde auch, ich bin auch großer Fan von Borderlands, muss ich sagen. Einfach weil, also wie komme ich jetzt überhaupt da drauf? Ist natürlich, weil bei Borderlands ist ja auch so eine Grafik am Start. Abflug. Jetzt wäre so ein Sniper nicht schlecht. Okay. Keine Muni mehr, das ist mager. Sollten wir vielleicht doch die Pistole auswählen? Hä? Oh. Okay, der ist erledigt. Wie, noch einer? Knappe Geschichte hier, würde ich mal behaupten. Oh, wow, wow. Ganz knappe Geschichte. Hat mich jetzt nicht gerade gewundert, dass das jetzt hier runtergefallen ist. There were killers around every corner, all wearing red bandanas. That's how the cowboys identified each other. And I was beginning to wish I had one myself. You're dead. Triff doch mal, Mensch. Was ist denn das bitte für eine Waffe? Scheiße, in Deckung bleiben. Jawohl. Perfekt getroffen. Ach, damit hätten wir sie auch ausschalten können. Egal. Oh shit, jetzt geht's aber ab hier. Okay. Warum sterben die nicht? Was? Von wo? Alter. Ich hab gleich wieder eine Fähigkeit. Okay. Das war sehr, sehr gut. But Ringo had nothing to do with it. Ah, guck mal. Schrotflinte und Rifle. Sollen wir mal die Shotgun nehmen? Ja, komm. Ich meine, ich habe jetzt so viel mit dem Rifle gespielt. Spielen wir mal damit. Wow. Aber gut, ich sollte vielleicht auf die Umgebung achten. Wenn wir damit auch Gegner ausschalten können, spart wahrscheinlich Munition.
Gut, dann gehen wir einfach mal hier dran vorbei. Irgendwo hier sind doch wieder Gegner. Ich rieche sie doch. Da. Jawohl. Zwei schöne Kopfschüsse. Because Ike Clanton was dumber than a box of rocks and a yellow belly to boot. Schön viel Munition, jawohl. So mag ich's doch. Muss ich hier lang? Ja, tatsächlich. Also, man sieht, das Spiel ist ziemlich geradlinig, aber es ist halt tatsächlich wirklich spaßig dabei und man kann meiner Meinung nach auch voll darüber hinwegsehen. Ich schmeiß einfach mal ein bisschen was. Neuer Level, jawohl. Hey, da ist noch einer. Dann schluck auch noch was. Jawohl. Perfekt, nachgeladen hier, haben wir wieder, oder Nachschub genommen, wie auch immer. Dann verbessern wir uns nochmal. Und jetzt nehmen wir Shotgun, weil wir auch mit Shotgun spielen. Nahkampfwiderstand, mehr Leben müsste das, glaube ich, sein. Scheiße, Mann, aus dem Weg. Ah, fuck. Ich bleib wohl besser erstmal in Deckung. Da ist noch einer, komm. Hä? Geh in den Kopf. Geht doch. Ich geh mal einen Schritt nach vorne. Okay. Was? Boah, den haben wir aber gut mitgenommen. Komm her. Ah, was? Ich kann da... Doch, ich wollte das sagen. Ich kann da nicht durchschießen. Wir sind im Jahre 2014. Da muss sowas möglich sein. Naja gut, das Spiel ist halt auch nicht von 2014. Ich glaube, das ist von letztem Jahr, ne? 2013. Kommt hin. Hä, wo denn? Wisst ihr was, ihr könnt mich mal... Und tschüss. Jawohl. Da haben wir jetzt aber richtig gut abgeräumt. Lokomotive. Quite an impressive operation. Gib mir die Shotgun. Ah, hier komme ich nicht rüber, oder was? Das ist ja dumm. Ah, hier komme ich rüber. Das geht nicht. Die Typen hat es auf jeden Fall mitgenommen. Wo müssen wir hin? Ah, hier, okay. Ab geht's. Wir rennen einfach mal. Also es sieht wirklich schick aus, meiner Meinung nach. Wesentlich besser als der Look von den... Oh, abgesägte Schrotflinte. Oh, oder dieses Gewehr, das sieht nice aus. Ja, das sieht eigentlich so aus wie das alte. Ach, die abgesägte Schrotflinte hat man statt der Pistole. Nee, das sehe ich jetzt nicht ein. Ich glaube, ich nehme auch die Shotgun mit. Ja. Okay, ich nehme die Shotgun mit. Und was ich ja mal sagen muss, ne? Also bei Steam habe ich mir jetzt wirklich alle Call of Juarez-Teile gekauft, weil die letztens im Angebot waren. Also ich besitze jetzt wirklich alle Teile. Von Call of Juarez 1 bis Call of Juarez The Cartel. Und ich muss mal sagen, ich bin immer noch traurig, dass die so einen Scheiß aus dem Kartellteil gemacht haben. Man hätte das ganze Szenario eigentlich so nice in unsere Zeit verfrachten können, aber die haben es einfach nur verkackt. Nimmt einen, bevor er sich einen einfängt. Curly Bill. Okay, und jetzt? Besiege Curly Bill. Ach, der ist jetzt hier so ein normaler Gegner wieder. Ich dachte, jetzt gibt's hier wieder Duell-Action-mäßig. War der nicht gerade hier? Der kann sich teleportieren, oder was? Ah, oh, ich dachte gerade, der wäre hier.
Ah, da. Bam, das hat's ja wohl gebracht. Komm, jetzt gehe ich wieder hier. Ah, hier sind auch noch andere. Okay. Ja, manchmal kommt der Rambo durch. Was soll ich machen? Wo ist er denn? Schieß, Junge! Damit ich weiß, wo du bist, da ist er. Hä? Die Kugel wurde mir doch zur anderen Seite angezeigt. Miese Brise. Hab ich auch schon lange nicht mehr gesagt, fällt mir gerade mal auf. Schluck die Granaten. Naja, Dynamit. Ich glaube, wir sollten mit der Pistole hantieren. Naja, oder vielleicht ist das auch nicht so gut. Oh, in Deckung, Deckung, Deckung. Was? Weg. Nix, Arschloch, hier. Möchte solche Beleidigungen hier nicht haben. Oh, wir treiben den aber auch immer weg. Das ist der Hammer. Bitte. Deckung, von wo wurde denn von hinten auf mich geschossen? Alter, krass, wie viel Schaden der macht. Wo ist er? Oh. Ich muss echt aufpassen. Wenn der mir jetzt Schaden macht und dann noch andere hier, ist das echt nicht so einfach. Ich glaube aber, ich habe auch am Anfang meinen Schwierigkeitsgrad geändert. Wir haben ihn. Geil, im Laufen. Ist doch nicht schlimm. Indeed. Took me a few months before I finally tracked his ass to West Turkey Creek Canyon. Der Boss wird und stirbt. Johnny Ringo. Okay. Au, das Duell. Kommt doch noch, ja? Schade. That's incredible, sir. I always thought that Doc Holliday was the one that killed him. Holliday hat niemanden erledigt. Nein! Oh mein Gott, gerade noch so. Sorry, I had to ruin the legend for you, boy. But the legend ain't always true. War jetzt wieder so ein entehrter Schuss, aber egal. Wir haben es auf jeden Fall hinbekommen. Und wir haben auch die Mission beendet. Jawohl. Dann würde ich mal. Mission, ich sag schon wieder Mission. Wir haben diese Episode abgeschlossen, jawohl. Ich werde mich dann einfach gleich mal zurückmelden. Bis dahin und haut rein.